gemacht, Saturos. Endlich haben wir den Schamanenstab. Hol ihn, Felix. Warum ich? Um uns deine Loyalität zu beweisen. Ja, die zwei Schritte kann er natürlich unmöglich selbst zurücklegen, das ist ganz klar. Schon Felix. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, ich habe es ja schon mal gesagt. Kein Verlass auf diesen Jungen. Wir übergeben den Schamanenstab. Was soll ich mit dem Stab tun? Du sollst dir einen Stab geben. Bewein auf! Wo willst du hin, Cosma? Ihr habt den Stab, jetzt saßt Cosma frei. Ja, das war ja streng genommen eigentlich nicht der Deal, ne? Er hat ja eigentlich nur versprochen, dass er ihr nichts antun wird. Ich meine ja nur mir. Wie meinst du das? Du sagtest, du würdest Cosma freilassen, wenn wir euch den Stab geben. Nee, so sagte er das nicht. Er sagte, er würde ihr nichts antun. Das war eure Bedingung. Wir gaben euch den Stab, also lasst Cosma frei. Ihr scheint ja etwas missverstanden zu haben. Ich sagte, wir würden Cosma kein Leid zufügen. Aber mit keiner Silbe habe ich erwähnt, dass wir sie freilassen würden. So haben wir nicht gewettet. Doch, eigentlich ja schon irgendwie. Wir können auch nichts dafür, dass ihr Saturos Vorschlag falsch interpretiert habt. Abgesehen davon, würden wir Cosma freilassen, wäre sie in Ärger, Bedrängnis. Was meinst du? Cosma kommt niemals alleine zurück bis nach Lalivero. Sie ist doch auch da vom Himmel gefallen. Dann kann sie doch auch hier vom Leuchtturm hüpfen, oder nicht? Ich meine nur, die haben doch gesagt, sie ist vom Himmel gefallen. Was meinst du, wir nehmen Cosma mit und schubsen sie vom Turm? Oh nein, das geht ja gar nicht. Genau, du gehst nicht mehr zurück. Das war es dann für dich. Wie bitte? Ja, sie hat offenbar nicht verstanden, dass er uns alle umbringen will. Ich meine nur. Aber gut, ich denke mal, er wird es ihr jetzt nochmal erklären. Genug, ihr seid diejenigen, die nirgendwo mehr hingehen werden. Gareth rastet aus. Komm schon, Welpe. Du wirst nicht lange genug leben, um deine Dummheit zu bereuen. Seid bereit, den wahren Schrecken zu erleben, den euch ein meisterlicher Feueradept bereiten kann. Endbossfight! Minnadi erscheint. Und Saturos erscheint. Ja, wir sind voll geheilt. Haben ehrlich gesagt vergessen, die Djinns irgendwie auf Standby zu setzen, damit Mia zumindest Boreas beschwören kann. Ehrlich gesagt will ich jetzt aber eigentlich auch gar nicht die Djinns nutzen. Das würde viele Runden dauern, dann gehen die Attribute so weit in den Keller. Ja, das müssen wir jetzt so schaffen, ehrlich gesagt. Wir greifen mal an. Du kannst... Was kannst du denn, Gareth? Ja, was kannst du eigentlich? Eigentlich mal unseren Angriff erhöhen, Ivan. Du kannst im Grunde auch mal unseren Angriff erhöhen. Und Mia. Nee, Synergy setzt du eigentlich nicht ein. Wir brauchen dich zum Heilen. Du greifst auch mal Saturos mit an, komm, was soll's. Ich glaube mal, Saturos ist die größere Bedrohung, den schalten wir als erstes aus. Okay, Attacke steigt um 59, 48 und der Rest weniger. Steigt um 60, 48 und wieder weniger. Minnadi setzt Supernova ein, schauen wir mal, was das macht. 144 Schaden, 114 Schaden, 100, ja. Das ist jetzt alles noch ganz gut zu verschmerzen. Wenn wir allerdings einen niedrigen Lifepool hätten, weil wir die ganzen Blinds auf Standby hätten, dann wäre das nicht mehr so cool. Mia. Oh, Minnadi ist ja ziemlich flott, die kommt vor Mia dran. Und vor uns. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ich habe gedacht, wir wären schneller. Okay, und Saturos greift physisch an. Ja, wir hatten hier haufenweise PP und KP und alles. Ihr kennt es. Ich würde sagen, wir greifen weiter an. Angriff ist ja jetzt ziemlich verstärkt. Gareth greift auch an. Du kannst eigentlich nochmal Einschlag machen, damit wir noch mehr Schaden machen. Und Mia heilt uns mal. Mit Wunschquelle. Das schlägt dir ein wie eine Bombe. 194 Schaden, ohne dass irgendwas entfesselt wurde oder so. Das ist doch nett. Die Wunschquelle.
Saturas ist wenigstens ein bisschen langsamer als Minardi. Das heißt, die Heilung kommt immerhin noch durch, bevor Saturas angreift. Das ist ja schon mal etwas. Okay, nee, wir greifen wieder an. Du greifst auch an. Und ich weiß nicht, Ivan greift, glaube ich, auch an. Ja, komm. Sollst du? Nee, komm, greif auch mal mit an. Was soll's? Alle greifen an. Bam. Ja, schade, dass wir ihn nicht ersäufen können. Das wird's ein bisschen einfacher machen. 215 Schaden, das ist doch ganz cool. What? Mit Minardi one-hittet einfach mal so eben unseren Garret. Ist klar. Ja, gut, dass wir zwei Leute haben, die wiederbeleben können. Und auch zwei Leute haben, die heilen können. Das bedeutet, wir beleben wieder. Wie ein Phönix aus der Asche. Ivan greift an oder so. Ivan greift an. Und Mia macht eine Single-Target-Heilung auf Ivan. Ich glaube, Heilwasser reicht. 150? Ja, komm. Ja, das reicht. So, Garret sollte ja eigentlich, glaube ich, wieder volles Leben haben. Uiuiui. Ja, das mit dem Todesgriff kann sie wirklich gerne sein lassen. Also ich hab keinen Bock. Okay, Saturas macht Segnung? Moment, das ist doch eine Erb-Synergy. Warum kann er Segnung? Er ist doch Feueradept. Hat er Djinns? Der muss Djinns haben, wenn er auch Segnung machen kann. Na gut, was soll's. Okay, wir sind voll. Wir greifen volle Lunte an. Du kannst eigentlich nochmal den Angriff verstärken. Mia greift auch mit an. Eine Heilung lohnt gerade nicht. Wobei Minardi greift voran, aber wir wissen ja nicht, was sie macht. Widerstand, ja. Hätte sie jetzt einen Feuerball gemacht, hätte es gelohnt, aber mit Widerstand ehrlich gesagt nicht. Okay, wir machen 304 Schaden mit einem ganz normalen Schlag. Das ist hart. Die Gaia-Klinge wird dann noch mehr Schaden machen. Angriff, 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 Angriff. Das heißt, mit einem ganz normalen Auto-Hit haben wir jetzt seine Segnung direkt negiert. Und Ivan macht schon 176 Schaden jetzt durch die ganze Stärkung. Das ist ziemlich cool. Feuerwalze. 64, 8, 9, 102. Das ist nicht so viel. Aber ich würde trotzdem gleich eine Wunschquelle machen. Die Titanklinge heute auch. Sehr schön. 366. Ja, cool. Oh, Saturas ist schon tot. Das ging flott. Okay. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass das jetzt so schnell geht. Geil. Ja, die Klassenkombination haut offenbar ziemlich rein. Ja, komm, du kannst heilen. Minardi wird es jetzt nicht mehr schaffen, die 309 von Mia wegzuhauen. Es sei denn, es kommt wieder One-Hit. Aber mit Supernova wird sie es wohl nicht hinbekommen. Mal schauen, 115, 142, 130, 99. Ja, jetzt lohnt die Heilung auf jeden Fall auch richtig. Cool. Sehr schön. Und die Titanklinge heult auf. 350 Schaden, ja. Ordentlich, ordentlich, wirklich. Cool. Und der Vorteil ist halt einfach, wir droppen nicht mehr so heftig low, weil wir einfach so eine niedrige Klasse haben, weil die ganzen Glints auf Standby sitzen, ne? Also das ist jetzt wirklich eine sehr viel sichere Art zu kämpfen, finde ich. Alleine schon, weil wir zwei Gruppenheilungen haben und zwei Möglichkeiten standardmäßig wiederzubeleben. Also das ist schon cool. Selbst wenn es jetzt mal den Falschen treffen sollte mit dem One-Hit, ist das nicht so dramatisch. Ja komm, wir steigern uns jetzt nochmal rein. Angriff. Das mit dem Einschlag und dem Buff, mit dem Buffen ist schon cool. Okay, wir können unsere Attacke nicht weiter steigern. Nur Garret nochmal. Alles klar. Das heißt jetzt volle Lute durchziehen. Erhöht seinen ihren Widerstand, aber eigentlich ist das ziemlich egal, solange wir keine Synergy machen. Boom, 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 boom. In your face, Minardi. Ein Crit mit 221. Feuerwalze. Ja, hat uns jetzt nicht wirklich plattgewalzt, um ehrlich zu sein. Ivan hat ein bisschen Schaden genommen, aber keine Ahnung. Ja, komm, wir machen trotzdem mal Wunschquelle. Vielleicht greift sie ja wieder an. Wunschquelle. So. Sehr schön. Zweimal aufgeheult. Ziemlich cool. Nicht Todesgriff. Ah, cool. Keine One-Hit. Sehr schön. Ja, wir sind so gut wie voll und haben bislang... So gut wie keine PP verloren. Also nur wir haben, ich weiß nicht, 2 KP verloren oder so. Und mir ist auch noch fast bei voller PP, Ivan auch. Also ja, und wir haben gewonnen. Also der Klassenwechsel hat sich mal extrem gelohnt, würde ich sagen.
Ah ja, die Gin-Aufteilung gefällt mir. Ich habe es zwar wirklich geliebt, mit den Gins zu spielen, aber das ist auch wirklich cool. Einfach so OP zu sein. Ich glaube, so gut bin ich noch niemals aus diesem Kampf hier rausgegangen. Krass. 6000 Erfahrung erhalten. Wir sind jetzt Level 32. Haben leider nichts gelernt. Der halt nochmal Münzen. Ja, davon haben wir wirklich sowieso genug. Wir haben es geschafft, wir haben sie besiegt. Juhu! Also gut, Cosma, lass uns gehen. Felix, was machst du? Da. Kann nicht aufgeben, Cosma. Was? Aber wir haben dich doch gerade gerettet. Ich habe euch nie gebeten, das zu tun. Felix, du gehörst nicht zu ihnen. Du kannst jetzt gehen, wohin du willst. Tust du so etwas? Die vier Leuchtfeuer müssen entfacht werden. Du willst die Leuchtfeuer entfachen? Das ist doch lächerlich. Ich dachte mir, dass du so etwas sagen würdest, aber ich werde es trotzdem tun. Wartet, wenn er versucht, die Leuchtfeuer zu entfachen, dann ist er doch unser Feind. Gara, du weißt, wir müssen dir widersprechen. Freund oder Feind, ihr würdet mich nicht daran hindern, Cosma mit mir zu nehmen. Ich hoffe, ihr glaubt nicht ernsthaft, ihr hättet uns besiegt. Er steht wieder. Kann sich zwar nur gerade so auf den Beinen halten, aber er steht. Menadi auch. Ihr mögt nicht vernichtet worden sein, aber ihr könnt kaum stehen. Noch nicht, ja, aber. Moment, wie wir. Noch nicht, ja, aber wir werden. Was? Aber wir werden wieder auf den Beinen sein. Und zwar jetzt! Okay, Saturos übt sich im Weitwurf und trifft. Oh nein, er hat den Elementarstern in den Leuchtturm geworfen. Konnte das geschehen? Wir konnten sie nicht davon abhalten, das Feuer zu entzünden. Das ist noch nicht alles. Die Energie des Leuchtfeuers wird unsere Kräfte wiederherstellen. Wie kann das sein? Venus ist doch das Element der Erde, oder? Gareth, du weißt es doch. Du weißt es doch. Du gibst uns immer wieder Vorlagen. Nein. Hast du denn schon alles vergessen, was wir gelernt haben? Ja. Dies sollte keine Kraftquelle für Feueradepten darstellen. Richtig. Sollte. Feuer und Erde stehen in einer symbiotischen Beziehung. Dieses Licht wird unsere Synergy wiederherstellen. Wir kämpfen gegen euch so oft es nötig ist. Wir werden nicht verlieren. Ja, wir haben auch Feuer- und Erdadepten bei uns. Ihr mögt vielleicht uns zwei besiegt haben. Aber jetzt steht ihr dem mächtigen Feuerclan des Nordens gegenüber. Feuerclan des Nordens? Bin ich da irgendwie Mitglied oder so? Ich weiß nicht. Also, so Gareth und so, ne? Werde Zeugen der wahren Stärke der nördlichen Wildnis. Ja, gebt es doch auf. Ihr langweilt uns. Wir haben euch einmal geschlagen und werden es wieder tun. Geh, Felix, nimm Cosma und geh. Ich darf gehen? Später haben wir vielleicht nicht mehr die Kraft, Cosma zu beschützen. Du musst Cosma sofort zum Schiff bringen. Läuft. Worauf wartest du noch? Geh sofort, hör auf rumzutrödeln. Nein, ich kann euch nicht alleine gegen sie kämpfen lassen. Willst du etwas sagen? Du willst Sky nicht verlieren? Ich frage mich, ob das wahr ist. Wie war das? Wärst du nicht ein kleines bisschen traurig, wenn du zusehen müsstest, wie dein Freund aus Kindheitstagen stirbt? Was sagst du da? Ich sagte, du bist hier, um dieses Bike aus deiner Vergangenheit zu schützen. Glaubt ihr denn wirklich, ich würde ihnen helfen? Sagen wir einfach, dass ich es dir zutrauen würde. Und du, Satura, stimmst du dem zu? Das würde ich nicht sagen. Aber am besten wird es sein, wir lassen erst gar keinen Zweifel aufkommen. Wer sagt jetzt wem, was am besten für ihn wäre? Na gut, ich werde mich um Cosma kümmern. Ich schub sie vom Turm. Komm schon, Cosma. Warte, Felix, ich werde dich nicht gehen lassen. Felix ist momentan euer geringstes Problem. Oh nein, sie glühen. Ja, sie sind doch Feueradepten. Es ist an der Zeit, dass ihr erfahrt, was wahre Macht bedeutet. Synergy ist überwältigend.
Es ist zu spät, davon zu laufen. Nein, sie verschmelzen. Sie haben sich zu einem Wesen verbunden. Bleib zurück. Bam. Infirisios erscheint. Okay, ja. Ich würde sagen, wir greifen an. Das klingt plausibel, wir greifen an. Wir buffen uns und wir buffen uns und wir greifen an. Ivan schlägt ein zusammen mit Gareth. Fettes High Five und so. Ja, genau. Das machen sie. Hat ja gut geklappt mit dem Angriff buffen und angreifen. Und sehr schön, es heult direkt unsere Titanklinge auf. Unsere Gaia-Klinge auf. Und entfesselt Titanklinge. Ja, mit 307 Schaden. Machtschlag. Wow. Okay, das senkt offenbar die KP auf 1. Ja, geil. Wenn er jetzt noch irgendwie einen Flächenschaden macht, ist Ivan direkt down. Okay, er hat normal angegriffen und zwar Gareth. Das ist gut. Ja, okay. Dann schauen wir mal, wie wir Ivan möglichst schnell wieder hochbekommen. Jetzt würde sich wahrscheinlich so ein Fläschchen eignen. Du greifst an. Du greifst auch an. Du bewirkst... Ah, nee, Moment. War der jetzt schneller als mir? Ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. Er hat kein Fläschchen, scheiße. Dann lassen wir Mia das regeln. Dann buffs. Oder? Ach, keine Ahnung. Er haut sich eine Nuss rein. So. Und dann schauen wir jetzt, ob Mia schnell genug ist. Mit einer Segnung. So, eins auf die Nuss, dann hat er wenigstens wieder 200. Okay, Mia ist schneller. Einzeln war sie... Also, okay, einzeln war sie schneller. Aber jetzt zusammen verschmolzen sind sie langsamer. Das ist gut. Setzt Weltall ein. Okay. Das ist scheinbar deren persönliche Interpretation von Meteor. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? 138, 191, 160. Ja, das macht schon ein bisschen Schaden. Und dann nochmal so. Dann ist jetzt auf jeden Fall Zeit für Wunschquelle. Angriff, Angriff. Waffen. Wunschquelle. Schön, schön. Ja, Angriff steigt. Muramasa heult auch 211 Schaden. Das ist in Ordnung. 266 ist auch gut. Und... Mia heilt uns. Schon wieder Weltall, okay. Diesmal überspringen wir das. Soweit es geht. Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder Wunschquelle machen, definitiv. Ja, doch, Angriff, Angriff. Du kannst eigentlich einmal noch buffen. Danach greifst du auch mit an. Und du machst Wunschquelle. Er gibt sich andauernd selbst High Five. So, Gareth, 213 Schaden, ohne dass irgendwas aufheult. Das ist ordentlich. Die Heilung sieht erstmal wieder gut aus. Sehr schön. Titanklinge schlägt zu. 367 Schaden. Bam. Nein, nein. Er hat unsere ganzen Buffs geklaut. So ein Arsch. Och Mann. Draco-Reiter. Er reitet jetzt auf Draco rum, oder wie? Ich weiß nicht. Steht Malfoy darauf, wenn er geritten wird von so einem Vieh? Egal, wir werden es nie erfahren. Okay, dann greifen wir an. Gareth, buffst du? Ja, ich würde sagen, das erste Mal buffst du noch mit. Du musst jetzt auch wieder durchgehend buffen und du heilst bitte wieder. Wunschquelle. Ja, jetzt kann er das High Five von Ivan mal wieder erwidern. Sonst hat er Ivan ja die ganze Zeit hängen lassen. Was Gemeines, wie Barney, der die ganze Zeit in der Luft hängt. Ja. Ja, 304 Schaden. Könnte mehr sein, wenn er uns nicht die Buffs geraubt hätte von wieder Draco-Reiter. Der macht ja so gut wie jede Runde hier Flächenschaden. Böser Segen, das klingt nicht gut. Okay, war nicht so schlimm wie Draco-Reiter. Ich würde sagen, wir machen schon wieder Wunschquelle. Angriff. Angriff, Einschlag und
Einmal nach links. Okay, cool, reicht. Dann sind wir direkt auf der Wunschquelle. Passt. So, einmal wieder gebufft. 191 Schaden. Ja, das ist schon wieder ein bisschen mehr. 337, sehr schön. Und wir sind komplett voll geheilt. Gut. Todeswolke, das klingt nicht gut. Nein, nicht schon. Ach Mann, warum machst du das immer wieder? Das ist so gemein. Wir haben uns gerade wieder hochgebufft. Angriff, dann erwiderst du mal wieder Ivans High Five, Einschlag und eigentlich kannst du jetzt auch mit angreifen, würde ich sagen. Du könntest natürlich auch andererseits deinen Adeptenring nur nutzen. Deinen Deppenring, um ein bisschen PP wiederherzustellen. Jetzt, wo du gerade quasi nichts zu tun hast. So, wieder ein bisschen hochgebufft. Titanklinge. Sieben PP. Ja. Das ist die Welt. Und jetzt kommt noch das Weltall. Ja, jetzt ist die Wunschquelle auf jeden Fall nötig. So viel Zeug, was wiederhergestellt wird. So cool. Okay, Angriff. Angriff. Einschlag und Wunschquelle. Okay, einmal gebufft sind wir. Und die Titanklinge heult auf. Wieso waren wir jetzt auf einmal schneller als Gareth? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da schauen wir mal, ob wir jetzt wieder voll geheilt sind. Nee, nicht ganz. Aber es reicht erstmal wieder. Okay, böser Segen. Ein Geist nimmt Besitz von Gareth. Das ist nicht cool. Ivan. Ach nee, nicht schon wieder Basilis. Ach komm, lass das doch mal. Das ist so gemeint von dir. Wirklich. Auf den Geist hätten wir ehrlich gesagt auch verzichten können. Der geht uns auf den Geist. Okay, Einschlag. Was bleibt uns anderes übrig, als wieder hochzubuffen? Machen wir Wunsch? Weiß ich nicht. Ja, komm, was soll's. Wir machen Wunsch. Nein, fuck! Ich hab mit Ivan den falschen Buff ausgewählt. Och, Mann. Wie dumm. So, jetzt sind wir nahezu wieder voll. Saugzahn. Hörst du mal auf, an Gareth rumzulutschen? Da steht er nicht so drauf. Von zwei Köpfen. Angelutscht zu werden. Okay, schon wieder Flächenschaden. Ja, ich würde sagen, Wunschquelle wäre gut. Angriff. Komm, dann wafft ihr jetzt beide mal, weil ich gerade aus Versehen gefailt habe. Einschlag. Und Wunschquelle. Ja, ich würde sagen, das ist an sich trotzdem eine ziemlich sichere Angelegenheit, wenn wir das so spielen. Also wirklich richtig low gedroppt sind wir noch nicht. Die Fusion jetzt von den beiden hat bislang auch noch keinen keine One-Hit-Fähigkeit gemacht. Ich denke mal, das passt. Ja, Weltall schon wieder. Können wir gleich schon wieder heilen. Aber macht nichts, dafür ist Mia ja auch da, ne? Das haben wir extra so eingeteilt. Böser Segen schon wieder. Ach nö. Der Geist geht uns voll auf den Geist, wirklich. Die Angriff, Angriff. Einschlag und Wunschquelle. Mal schauen, vielleicht muss Ivan gleich mal eine Heilung mit reinwerfen. Weil mit den Geistern jetzt zusätzlich und dem ganzen Flächenschaden kommt doch ein bisschen viel Schaden jetzt auf einmal rein. Okay, nur auf Ivan. Ja, Flächenschaden. Mal schauen, vielleicht muss Ivan gleich Wunschquelle machen und mir einfach eine Single-Target-Heilung auf Ivan oder so. Oh, jetzt gleich zweimal Flächenschaden. Ne, dann machen wirklich beide Wunschquelle, würde ich sagen. Ja, Ivan ist ganz schön niedrig. Okay, Angriff, Angriff. Deswegen ist es auch ziemlich geil, dass Ivan jetzt auch noch Wunschquelle hat. Das ist einfach Hardcore. Ich denke mal, wir sind jetzt wieder alle voll geheilt. Wobei Ivan vielleicht nicht ganz, aber zumindest annähernd. Oh, er ist kaputt. Er ist kaputt. Okay. Ja, das ging dann doch durchaus besser, als ich jetzt noch gedacht habe. Ich habe gedacht, da kommt noch was Hartes. Ja, schön. Wie konnten wir nur verlieren? Wir sind euch in allen Belangen überlegen. Dennoch habt ihr uns besiegt.
Okay.